Grüß dich, Daniel. Wir sind heute hier am Amtsgericht und haben die Verhandlung von Ergün gerade beobachtet. Magst du mal kurz berichten, was du als Prozessbeobachter empfunden hast? Ja, also es ging diesmal nicht um irgendeinen Maskenverstoß oder Ähnliches, sondern es ging um ein ganz anderes Thema. Das entsprechende Ereignis war wohl im Jahr 2018 bis 2019. Da ging es darum, ob Ergün tatsächlich jemanden bedroht hat, ja oder nein. In dem Sinne, dass er diesem anderen, der dann auch als Zeuge geladen war, ein Messer zugeschickt habe. Und das können wir jetzt erstmal vorwegnehmen. Ein Beweis dafür, dass Ergün diese Tat begangen hat, ist heute im Gerichtssaal nicht geliefert worden. Definitiv nicht. Jetzt muss man dazu sagen, dass es schon vorausgegangene Verfahren gegeben hatte und dass man ihm angeboten hatte, seitens des Gerichtes eine Einstellung des Verfahrens und das sogar von der Staatsanwaltschaft vorher, also nicht heute, angeboten worden war, den Angeklagten freizusprechen, möglicherweise mangels Beweisen. Heute nun ist Folgendes geschehen. Heute ist Ergün schuldig gesprochen worden. Und die Beweismittel, die erhoben wurden, erscheinen bei näherer Betrachtung mehr als dürftig. Es wurden nämlich Schriftstücke, die er nachweislich und auch unbestritten dem entsprechenden Geschäftspartner oder ehemaligen Geschäftspartner zugesandt hat, wie gesagt, der heute auch als Zeuge im Raum war und der auf mich einen ruhigen und vernünftigen Eindruck machte, dieser Zeuge. Es wurden diese Schriftstücke, die er ihm geschickt hatte, mit in seiner Handschrift verglichen mit der Handschrift eines Pakets, in dem sich, auch das ist nicht bewiesen worden, ein Messer befunden haben soll. Also ein beeindruckend großes Messer, ich glaube 40, 50 Zentimeter groß. Genau. Und um dies zu beweisen, dass es sich um einen und denselben Absender, nämlich Ergün, handle, wurden Sachverständige gehört, die also einen Schriftvergleich durchgeführt haben. Und obwohl diese Sachverständigen davon gesprochen haben, dass sie keine hundertprozentige Sicherheit geben können, hat sich dieser vorsitzende Richter, und ich wiederhole, obwohl längst schon bei dem gesamten Verfahren ein Freispruch sogar seitens der Staatsanwaltschaft im Raume stand, hat sich heute der vorsitzende Richter für einen Schuldspruch entschieden. Und da muss man jetzt schon fragen, ist es wirklich so, dass nur die Themen und die Sachverhalte dieses Verfahrens eine Rolle gespielt haben? Oder ist es möglicherweise so, dass hier sachfremde und verfahrensfremde Themen eine Rolle gespielt haben? Man weiß, dass Ergün sich auf der Straße engagiert und das ist auch der Staatsanwaltschaft bekannt, das ist den Gerichten bekannt. Und deshalb muss man zumindest die Frage stellen, ob solche Themen eine Rolle gespielt haben. Zwei Punkte scheinen mir außerdem noch substanziell. Punkt 1, es waren dort nur wenig Zuschauer zugelassen. Warum? Vier, genau. Vier Zuschauer zugelassen, obwohl der Raum aufgestuhlt war für etwa 30. Sowas, genau. Die waren aber entsprechend gekennzeichnet und da ist natürlich schon die Frage, das sollen Rechtsanwälte beurteilen, ob das ein Verfahrensfehler darstellt, ja oder nein, dass die Öffentlichkeit nur in eingeschränktem Maße zugelassen war. Das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls saßen unter den Vieren, wir beide, lieber Markus, waren zwei von den Vieren, saßen noch zwei andere Personen drunter, die, und jetzt hört, hört, niemand kannte. Niemand. Es waren weder, offenkundig, weder irgendwelche Angehörigen eines der Zeugen, noch waren es auch nur
Bekannte von Ergün oder auch innerhalb der Menschen, die sich für die Demokratie und den Rechtsstaat auf der Straße aktuell engagieren, bekannte Menschen. Wer waren diese zwei Menschen? Diese Frage darf man stellen. Punkt 3. Geradezu faszinierend war es, heute Ergün im Gerichtssaal zu erleben. Er hat ein kraftvolles Statement gegeben. Er hat sich mehrmals für seine Emotionalität, die im Verfahrensverlauf deutlich geworden war, entschuldigt. Und er hat sehr deutlich gemacht, dass aufgrund von Verdächtigungen und von Anhaltspunkten ein Schuldspruch getroffen wurde, der ihn von diesem Land, der hier diesem Land über viele Jahrzehnte auch gedient hat, wenn man so will, der hier seine Steuern gezahlt hat, der ihn sehr, sehr schwer enttäuscht hat von diesem Land, Deutschland, das er nach wie vor für einen Rechtsstaat hält und dessen Rechtsstaatscharakter Ergün auch auf der Straße verteidigt. Er hat ein bewegendes Statement gehalten und man hat an der Körpersprache des Richters gemerkt, dass ihn das nicht unbeeindruckt gelassen hat. Und allein dafür war das heute ein großer Moment. Und wir brauchen mehr Ergüns in diesem Land. Danke, Markus, für dieses Interview. Noch eine Frage, eine Nachfrage. Gerne. Zu dem Richter. Ergün hatte den Richter nach seinem Namen gefragt. Der Richter wollte seinen Namen nicht nennen, hat gesagt, das steht da draußen vor der Tür. Das können Sie dann später nochmal prüfen. Und was ich jetzt kürzlich auch erfahren habe, bei einem Verfahren sind zwei Menschen immer die gleichen, der Richter und der Angeklagte. Also das heißt, der Richter, dessen Namen Ergün öfters erwähnt hat, aber immer gedacht hat, das wäre ein anderer Mensch, war der gleiche. Naja, er hat ihn damals halt maskiert erlebt und diesmal nicht maskiert. Und dadurch konnte er das nicht zusammenbringen. Und in seinem Plädoyer hat Ergün ja auch erwähnt, dass das Amtsgericht wohl so ähnlich wäre wie in der Kirche. Und der Richter wurde auch mal emotional und hat öfters mal gesagt, was hat er gesagt? Seien Sie ruhig, hat er zu Ergün, oder seien Sie still zu Ergün gesagt. Also es war schon, ich habe ja auch schon jetzt einige Verfahren beobachtet, es war speziell. Ja. Ja gut, also dann ist es ja umso bemerkenswerter, wenn das zutrifft, was du jetzt sagst, dass es sich im denselben Richter auch aus den vergangenen Verfahren oder Etappen des Verfahrens handelte, dann ist natürlich die Frage, was hat ihn bewogen, heute ganz offenkundig eine andere Linie einzuschlagen? Und das wiederum bestätigt meine Vermutung, dass hier fachfremde, verfahrensfremde, nicht substanzielle Themen bei der Verurteilung heute eine Rolle gespielt haben. Denn man darf nicht vergessen, auch wenn das Urteil selbst relativ milde ausfiel, es sind natürlich Verfahrenskosten jetzt im Raum und die schlagen sehr massiv zu Buche. Und wir vertrauen darauf, dass wir diesen Rechtsstaat in Deutschland wieder erringen werden. Und wir vertrauen darauf, dass wenn rechtsstaatliche Verhältnisse in diesem Land zu 100% wieder eingekehrt sein werden, dass dann solche Gelder, die jetzt abgepresst werden von Menschen, wieder zurückgezahlt werden. Darauf vertrauen wir. Dann vielen Dank, Daniel, für das Interview und dass du hierher nach Stuttgart gefahren bist und Gerne. Dabei warst. Danke.